So, Hallihallö hier, meine lieben Freunde, und willkommen hier zurück auf der Untergriesbach hier im LS 19. Jo, schönen guten Tag euch. Erstmal vielen lieben Dank für die bisherige Abstimmung. Also, ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass da so viele dran teilnehmen. Also, ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Freut mich sehr. Auswertung folgt. Wer noch nicht gemacht hat, kann das sehr gerne tun. Im letzten Video hier oder beziehungsweise auf Instagram. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Dürft ihr dann natürlich sehr gerne machen. So, wenn ihr oben rechts hinguckt, seht ihr, dass wir schon sehr weit vorgespult haben. Die Temperaturen wollten einfach nicht steigen. Also ging nicht. Ich hatte bis vierten Frühlingstag hatte ich 4 Grad Bodentemperatur. 4 Grad. Ich habe mal geguckt, vergleichsweise zum letzten Jahr hatte ich dann an denselben Tagen schon 7 und 8 Grad. Ja, wollte einfach nicht steigen. Jetzt so am letzten Frühlingstag hat sich das Wetter dann doch mal dazu entschieden, doch ein bisschen wärmer zu werden. Und ich habe ein bisschen investiert. Wir werden auch gleich noch ein bisschen mehr kaufen. Ich habe hinter uns einen Saatgutanhänger, also einen Überladewagen für Saatgut. Den habe ich mir mal gekauft. Der ist auch von Loma. Kann ich euch mal gleich zeigen. So, einmal ob die Plane. Den werden wir jetzt erstmal befüllen. Hat den Hintergrund. Nee, Saatgut. Ich habe uns eine Einzelkornsämaschine gekauft. Wir werden nämlich jetzt anfangen anzusehen. Die letzten Früchte, die wir noch in die Erde bringen müssen, sind ja Sojabohnen und Mais. Und ja, jetzt haben wir die Bodentemperatur erreicht. Jetzt kann es losgehen. Wie ich finde, schon ja, vielleicht einen Tag später als die anderen Jahre, aber immer noch okay. Oh, Geld geht flöten, ne? Aber ihr seht, ich habe noch die Milch verkauft, die wir hatten. Da kam noch so viel bei rum. Wir haben jetzt schon wieder 40.000 Liter drin. 41.000, also das können wir dann bei Bedarf auch nochmal verkaufen. 13.700 Euro, okay. Gut, ist aber an sich für 17.000 Liter. Na, das ist jetzt schon wieder das Problem. Ich hasse diesen Befüllort hier. Schwieriges Wort. Wo ich oftmals irgendwo hängen bleibe. Man muss nämlich richtig dicht ranfahren. Sonst wird das Ganze nichts. So, wir fahren jetzt erstmal fix zum Hof zurück, weil wir mit den Sojabohnen anfangen werden. Mais werde ich dann wahrscheinlich im Livestream machen mit euch. Mal gucken. Müssen wir mal sehen. Ich habe von Querneland die 4,50 m Sämaschine gekauft. Kann ich euch gleich nochmal fix zeigen. Die wir letztes Jahr schon hatten, um die Rüben anzusehen. Ich weiß, passt von der Arbeitsbreite nicht so ganz zu dem, was wir hier am Hof haben. Ich werde mir das aber schon so hinschustern. Das hat letztes Jahr ganz gut geklappt und das möchte ich dann ja dieses Jahr noch mal so ein bisschen verfeinern, das Ganze, und dann sollte das eigentlich kaum auffallen, dass wir da eine unterschiedliche Größe von der Sämaschine haben zur Arbeitsbreite vom Düngerstreuer bzw. Pflanzenschutz. Ich hätte auch von Lemken die Solitär oder so. Ja, aber pff, ich finde, das spielt man immer. Das ist so. Ja, ich weiß nicht. Deswegen habe ich jetzt nochmal die von Quenneland genommen. Wer das nicht weiß, ich kann euch das nochmal ganz kurz zeigen. Zack. Hier ist er. Ist mal ein bisschen was anderes. Ich finde das ganz angenehm, ne? Als immer die Solitär oder. Oder warte mal, was war das andere? Einzelkorn hier. Na, sag schnell, hier, so wie die Horsch, ne? Gibt es ja auch mit Fahrgassen und so. Ja, aber ist irgendwo immer das Gleiche. Auch Federstedt, ne? Also da würde ich mir im LS22 auch wünschen, dass man relativ schnell Mods bringt, wo man dann halt auch auf allen Seemaschinen Fahrgassen machen kann. So, ich habe jetzt aber noch einen kleinen Leckerbissen für euch. Und zwar würde ich ganz gerne so langsam einleiten, dass wir den Fuhrpark mal so ein bisschen umstrukturieren. Und da hatte ich ja gesagt, dass als erstes der New Holland dran glauben muss. Das wird jetzt dann auch geschehen. Also, ihr könnt euch von den Burschen verabschieden. Das war's.
Wir werden uns einen neuen Träger kaufen. Und zwar möchte ich ganz gerne den Fan 900 Turbo Shift haben. Darüber haben wir ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen gesprochen. Ich habe es auch sehr oft angekündigt, dass ich das gerne machen würde. So jetzt nach 2 Jahren, ja, kann man dann auch mal ein bisschen was Neues bringen, finde ich. Und das möchte ich dann jetzt auch in Angriff nehmen. Der Plan dahinter war eigentlich, da wir ja dieses Jahr sehr viel Strohpellets pressen wollen, dass ich einen Träger habe, der auch die Pelletpresse ziehen kann. Das ist mit dem leider auch nicht der Fall. Also der hat 300 PS höchstens und die Presse braucht, glaube ich, 350. Bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, die braucht 350. Schafft er auch nicht ganz. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich mir sage, ich brauche im Großen und Ganzen keine 350 PS. Ich brauche auch eigentlich keine 300. Ne? Aber das ist so ein Träger, den ich halt ganz gerne mal in einem Projekt spielen würde, weil mit Fan haben wir so viel noch gar nicht gespielt. Und ja, das ist dann eigentlich der Grund. Aber worauf ich hinaus wollte jetzt, genau, ich bin wieder so ein bisschen abgeschweift, dass wir uns dann, weil Pellets werden wir nicht so häufig pressen, vielleicht dieses Jahr mal und dann, ja, vielleicht auch noch nächstes Jahr einmal oder übernächstes. Dafür brauche ich mir keinen Träger mit 350 PS kaufen. Das wird dann so laufen, wir verdienen ja über die Milch relativ gutes Geld, also eigentlich sehr gutes Geld, dass ich die Kombination dann mieten werde. Ich weiß, das ist nachher ein Haufen Geld. Ich habe mir das mal so grob durchgerechnet schon mal. Das sind dann nachher um die 30.000 Mietkosten. Die muss man erstmal wieder reinholen. Aber wenn wir nachher 4, 5 Felder Pellets pressen, oder ja, 3 bis 4 Felder Pellets pressen, haben wir es locker wieder raus. Locker. So, und das ist so der Hintergedanke daran. Ja. Könnt ihr ja mal zu schreiben, ob ihr das cool findet oder sagt eher, ja. Ist jetzt eher unproduktiv das Ganze, aber ja, also ich brauche keinen 350 PS Träger, wenn ich den eigentlich nur einmal im Jahr brauche, ne? Das ist schon Quatsch in dem Sinne. Ich könnte jetzt auch den New Holland behalten. Ja, habt ihr auch recht, der hat, glaube ich, 250 PS, reicht auch dicke aus, aber den Fan würde ich halt gerne mal ausprobieren. So, verkaufen, 130 kriegen wir für den noch. Das Gewicht müsste, ja, das ist auch noch hier. Wird auch mitverkauft. So. Traktoren. Traktoren, Traktoren, Traktoren. Großtraktoren. 900. Ich habe auch Mod mit draufgenommen. Hier den Messier. Hätte ich mir auch kaufen können, weil der hat. Nee, der hat die, glaube ich, auch nicht. Der hat maximal 340 oder so. Ist auch egal. So. Fendt. 900 TMS Turbo Shift. Wir werden Mietas-Bereifung nehmen, Breitreifen mit Radgewichten, Kotflügel lassen wir dran. Ich hätte gerne Warnschilder, natürlich Fronthydraulik, dass die 5000 Euro kostet, Wahnsinn, ne? Und die 300 PS Arbeitslampen. Achso, ja, falls mal ein bisschen dunkler wird, können wir die ja mal dran machen. Was haben wir jetzt? Also knappe 300.000, ne? Ist schon eine Stange Geld. So, 233 haben wir noch. Jetzt gucken wir noch mal nach dem schönen Gewicht. Was wir denn da so Schönes haben? Glas, Fan, Gewicht. Ich hatte doch mal mehr Gewichte drauf. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so ein standardmäßiges Fan-Gewicht nehmen. Das ist ja doof jetzt. Habe ich, ja, ich muss noch mal ein bisschen was runterladen. Das ist immer noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir das nehmen in Schwarz, wollen wir mal gucken. Wir gucken einfach mal. Ich mache das jetzt nicht davon abhängig. Ich kann das außerhalb der Folge dann auch noch mal umändern. Das ist ein ganz schöner breiter Latschen, ne? Ja, ist okay erstmal. Ich gucke nochmal nach Mods und dann. So, hört ihr den Sound? Schon geil, ne?
Ist schon geil. Ja, finde ich cool. Finde ich schon gut, das Ganze. So, den wollten wir mal spielen. Also ihr könnt mal reinschreiben, ob ihr das cool findet, dass wir den jetzt haben. Dass wir mal ein bisschen Fan haben. Gut, New Holland. Also ich fand den jetzt nicht schlecht. Wir hätten den auch noch behalten können. Aber naja, man will ja auch durchaus auch noch mal ein bisschen was anderes spielen. Ne? Wir gehen jetzt ins dritte Jahr. Da ist das dann auch so, kann man mal was ändern. Wir werden auch noch weiterhin was ändern. Unser Düngerstreuer wird noch weggehen. Dafür holen wir uns einen von Querneland. Und so werden wir mal nach und nach so ein bisschen den Fuhrpark austauschen. Aber interessant ist, wir haben jetzt noch 230.000 Euro. Ihr wisst, ich liebäugel mit Feld 43, ne? Ich glaube, 14.000 fehlen uns noch. Wenn wir einmal Milch verkaufen würden, hätten wir das locker raus. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin gut. Jetzt haben wir auf dem Feld natürlich auch keine Fahrgassen. Da ist Raps drauf. Müssten wir nochmal Bodenproben nehmen und alles. Bodenproben könnten wir jetzt gar nicht nehmen, weil wir dann das ganze Feld kaputt fahren würden. Na gut. Ich könnte auf den Johnny Pflegebereifung machen und dann rauffahren. Ja. Das wäre möglich. Aber ich könnte jetzt. Düngen könnte ich noch, aber kalken nicht mehr. Oder wollen wir es bis nächstes Jahr? Ja, wir lassen. Ich denke mal, wir lassen es bis zum Herbst erstmal so laufen jetzt und dann gucken wir mal, dass wir uns das dann kaufen. Ich habe aber noch ein anderes schickes Feld gefunden, aber dazu werde ich mich jetzt nicht äußern. Da gucken wir dann mal bei Gelegenheit vorbei. So, damit wir heute noch überhaupt irgendwas Produktives machen, werden wir uns jetzt unsere Sämaschine schnappen und anfangen anzusehen. Dass das jetzt so lange dauert, hätte ich wirklich nicht gedacht. Wir müssen hier rum. So, dann gucken wir mal, wie das passt. Dann nehmen wir auch gleich unseren neuen Burschen mit. Deswegen habe ich jetzt auch noch gewartet, ne? Also ich wollte. Hätte ihn jetzt auch kaufen können, auf den Hof stellen können und dann wäre gut gewesen. Aber nee, das wollte ich schon mit euch zusammen machen. So, da ist noch Saatgut drin. Ich glaube, Sojabohnen. Ja, bisschen eng, ne? Sojabohnen verbraucht nicht so viel Saatgut. Bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher. Hier rumkommen. Gut, passt. Also viel größer werden wir auch nicht mehr, ne? Ich meine, das ist schon relativ viel. Aber ich bin ja an dem Punkt angekommen, dass wir jetzt viele Felder haben und ich möchte auch große Felder haben. Vielleicht kommen noch ein, zwei Felder dazu, aber dann ist auch wirklich Ende, ne? Also mehr werden wir definitiv nicht machen. Vielleicht werden wir auch noch ein, zwei Felder verkaufen und dann uns eins von den großen irgendwann mal holen. Also die 19 bzw. die 50. Das, was wir hier so sehen. Das wäre auch noch interessant. Ja, aber sonst sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, ne? Das sollte, glaube ich, ganz gut sein. Wie gesagt, ein Flug. Ich habe jetzt noch mal ein paar Tiefenlocker heruntergeladen, die ich ganz gerne vielleicht mal ausprobieren wollen würde. Aber das denn müssen wir mal bei Gelegenheit gucken, dass wir das dann mal machen. So. Dann werden wir mal anfangen. Kommen wir gleich hier vorne. Wir starten gleich hier vorne, ne? So. Halt, stopp. So. Dann fangen wir mal hier im Eck an. Müssen noch auswählen. Sojabohnen. So, dann runter den Latschen. Na los. So. Und ja, auf geht die wilde Fahrt. Hier ist noch Mist drauf. Das habe ich jetzt auch drauf gelassen. Da. Na, ein bisschen rüber müssen wir noch. Da wir ja eine Sämaschine haben mit grober Funktion, ne? Das grubbeln wir unter, dann sehen wir das gleich mit ein und dann passt das schon. So, gut. Jetzt mussten wir uns erstmal ein bisschen finden.
Ich werde hier dann wahrscheinlich auch offline erstmal noch weitermachen. Mal gucken, dass wir ein bisschen vorankommen zumindest. Ein bisschen zumindest. Oh, müssen wir uns erstmal wieder zurechtfinden. Aber es ist ein schöner Fan, ne? Der gefällt mir gut. Da werden wir unseren Spaß schon dran haben. Der Sound ist auch mega. Sound ist wirklich mega. Düngerverbrauch, klar, wird er jetzt auch haben, weil Stickstoffgehalt war jetzt noch nicht so geil. Das, ja, da werden wir wahrscheinlich einmal leer werden. Aber das ist nicht schlimm, dafür ist es ja da unter dem Strich, ne? Dass wir da noch ein bisschen. Was ich immer ein bisschen blöd finde, ist so diese Feldränder hier auf der Karte. Die sind so ein bisschen blöd verarbeitet. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das jetzt nicht so schön. Aber gut, so, ja, hier ist der Rest, den wir dann noch übrig hatten, wo ich jetzt zu faul war, noch Kalk zu holen. Ist das nicht ein schöner Sound? Also empfehle ich euch, ne? Könnt ihr gerne bei Dings runterladen im Mod Hub. Richtig schöner Fan. So, gut. Wir haben dann jetzt auch 2 Minütchen länger gemacht dafür, dass wir ja jetzt eigentlich fast die ganze Folge nur den Fan gekauft haben. Aber es muss ja auch mal sein. Ich werde noch ein bisschen weitermachen und dann schauen wir mal, wo wir uns dann beim nächsten Mal wiederfinden. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ihr dürft auch sehr gerne ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Abstimmung, wie gesagt, auf Instagram dürft ihr gerne noch machen. Ist noch alles aktiv bis heute Abend. Müsste das ungefähr sein. Und ja, dann schauen wir mal, was das Ergebnis so bringt. Ansonsten bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.